ser conocido en nuestro estudio. Appartiene alla más alta e importante istituzione de Ungheria e ora también rappresenta la Ungheria entro la International Commission for Order of Chivalry. E esta cosa non è molto facile, perché Ungheria è un paese che tiene molti problemi per ordine falso. Il titolo della sua conferenza riguarda un argomento sacro, perché tutte le corone sovrane rappresentano nella nostra cristianità l'immagine del Cristo, ma nessuna corona è sacra come la sacra corona d'Ungheria. Grazie. Presidente, Monsignore, Excelentissimas y Nobles Damas y Caballeros, muy estimada audiencia, permítame, por favor, que les agradezca la oportunidad de poder hablar ante ustedes sobre la Santa Corona Húngara. Lamentablemente, no sé hablar español y quizás cometería un gran error si yo pensara que entre ustedes muchos hablan mi hermosa lengua materna, el húngaro. Al mismo tiempo, en este caso particular, me niego a hablar en inglés. El idioma internacional de las conferencias sobre un asunto tan sagrado para nosotros los húngaros, luego que esta fue retenida en poder de los Estados Unidos por 40 años como botín de guerra. Estas son razones por las cuales he escogido la lengua materna de la última casa real húngara, es decir, el alemán, el cual se halla íntimamente relacionado con nuestra historia y cultura. Les agradezco su comprensión. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie ich bereits mit einigen spanischen Sätzen versucht habe zu erklären, weswegen ich meinen Vortrag nicht auf Englisch halten möchte, erlauben Sie es mir, Ihnen die heilige Krone von Ungarn in kleinen Gedanken, kurzen Sätzen vorzustellen. Für viele von uns, von vielen, vielen Menschen, ist es eine Krone von etwa 2,1 Kilo pures Gold, versehen mit Perlen, Edelsteinen, byzantinischen Miniaturmosaiken und ein bisschen Schnickschnack. Für uns Ungarn ist diese heilige Krone etwas ganz anderes. Die Doktrine. Die Lehre von der Heiligen Krone ist eine öffentlich-rechtliche Doktrine, eine verfassungsrechtliche Doktrine. Ausgangspunkt der Lehre ist, dass der König und die Nation den ungarischen Staat bilden. In der damaligen Zeit wurde die Zugehörigkeit zur Nation nicht durch die Muttersprache bestimmt, sondern dadurch, ob jemand zum Adel gehörte oder nicht. Die zwei personellen Hauptbestandteile des Staates, der König und die Nation, bilden gemeinsam mit dem Karpatenbecken den ganzen Korpus der Heiligen Krone. Die höchste Staatsmacht steht dem ganzen Korpus der Heiligen Krone zu. Daraus folgt einerseits, dass nach dem Recht der Krone auch die Mitglieder der Nation an der Ausübung der Staatsmacht teilnehmen. Andererseits, dass der König seine Macht nicht aus eigener Befugnis, sondern nach dem Recht der Krone ausübt. Die Krönung war in Ungarn also kein formeller, sondern ein öffentlich-rechtlicher Akt. Mit der Krönung wurde die königliche Macht von der Krone auf den König übertragen. Das wesentliche Element der Lehre ist also die Gewaltenteilung, die keinen alleinherrschenden König oder geschweige Despoten in Ungarn kennt. Die Lehre ist in einem 1514 erschienenen Buch, das Tripartitum, das erste Handbuch des ungarischen Gewohnheitsrechts, veröffentlicht worden, das den Gedanken der Gewaltenteilung, das heißt die Staatsmacht symbolisierende Heilige Krone und die organische Staatsanschauung verband.
Was ist die Heilige Krone? Nach dem Legendarium von Bischof Hartwig über Stephan dem Heiligen, dem Ersten, 997 bis 1038, schickt Stephan den späteren ersten Benediktinerabt von Pannonhalma, den Heiligen Astrik, nach Rom und erbittet Segen vom Papst Silvester II. Im Jahre 999. Der Heilige Astrik kehrt im Jahre 1000 mit dem Geschenk des Papstes, der Krone und den Regalien nach Ungarn zurück, wo Stephan der Heilige zu Weihnachten desselben Jahres damit zum ersten christlichen König des Landes gekrönt wird. Papst Silvester II. Nennt den heiligen Stephan apostolischer König und erteilt ihm damit das Recht der Kirchengründung und Ernennung der Bischöfe in Ungarn im Zeichen des apostolischen Doppelkreuzes. Gemäß der alten und, ich denke, einzigartigen staatsrechtlichen Tradition unserer Heimat besitzt die höchste Macht in unserem Land, wie bereits erwähnt, nicht der König, sondern die Heilige Krone. Als ihre Mitglieder böckt die Heilige Krone das gesamte Gebiet nochmal des Königreichs Ungarn, vorerst alle Adligen, ab 1848 alle Bürger des Landes in sich. Ihr entstammt das Fons Honorum des Landes, wie es Papst Innozenz III. 1198 formuliert. Die Krone wird seit dem 13. Jahrhundert heilig genannt, die auch die Person des Königs heiligt. Kein König von Ungarn galt als legitim, ohne damit gekrönt worden zu sein. Bis zum Jahr 1916, unserem letzten apostolischen Herrscher, König Karl IV. Von Habsburg-Lothringen, wurden mit der Heiligen Krone von Ungarn über 50 Könige gekrönt. König Stephan I. selbst wird am 20. August 1083 heilig gesprochen. Nur durch sie, durch die Heilige Krone von Ungarn gewonnene Herrschaft ist gesetzlich, aber doch nicht unbeschränkt. Die Person des Königs ist die staatliche Macht und die staatliche Macht sind voneinander absolut trennbar. Die Heilige Krone ist ein selbstständiges Rechtsschutzobjekt, was zum Beispiel erklärt, dass im Jahre 1401 König Sigismund bzw. Kaiser Sigismund von Luxemburg für ein ganzes halbes Jahr im Namen der Heiligen Krone verhaftet wird. Die ungarischen Adligen schulden nicht dem König, sondern der Heiligen Krone die Treue. Das Auftreten gegen den König ist in Einzelfällen kein Hochverrat, sondern ein von Gesetzes wegen zustehendes Recht seit 1222, die Goldene Bulle. Aber die Heilige Krone, das heißt der Einheit der Nation entgegenzuhandeln, ist immer Vaterlandsverrat. Die Krone verkörpert auch den Gedanken des Regnum Marianum. Das bedeutet, dass die Krone und die Heimat und seine Völker durch die Landesanvertrauung von Stephan dem Heiligen im Bild am 14. August 1038 das Eigentum der Jungfrau Maria ist. Diese tausendjährige Überzeugung der Nation verstärkt ihren sakralen Charakter. Nun kommen wir zu der Bildersprache der Heiligen Krone. Die Heilige Krone besteht aus zwei Teilen, einen unteren Reif der Corona Graeca und einem oberen Teil der Corona Latina. Die zentrale Ikone der Heiligen Krone stellt den Herrn des Lebens, den Besieger des Todes, Christus dar, der in der Heiligkeit seine zweite Ankunft auf dem Thron sitzt. In zwei Kreisen kann die griechische Abkürzung seines Namens gelesen werden, Isos Christos. Er schaut nach links zu seinem Vater, weil er gemäß der apostolischen und Konstantinopler Glaubensbekenntnis 381 zu Rechten Gottes sitzt. Sein Thron steht zwischen zwei Bäumen Edens. In festlicher, glänzender Gestalt zeigt sich der unendliche Gott, der, als er sich unseren Menschlichkeit verkörperte, sichtbar und ansprechbar wurde, was durch seinen blauen Mantel symbolisiert wird. Er ist der Pantokrator, der Richter von jedem, der über die Welt sein Urteil fällt. Er hält in seiner Hand das Buch der sieben Siegeln, über das Johannes in der Offenbarung schrieb und mit dessen Öffnung das jüngste Gericht verwirklicht wird. Das zentrale Bild der Heiligen Krone macht uns darauf aufmerksam, dass jede Macht von Gott kommt. Und wenn jemand Macht hat, also ein richtiger König ist, muss er darüber vor Christus Rechenschaft ablegen. Weiter mit der Bildersprache der Heiligen Krone.
Links sehen wir Gabriel, der heilige Erzengel der Verkündung der Menschenwerdung Christi. Archangelos Gabriel. Auf dem Emailbild auf der linken Seite des richtenden Christus wird Erzengel Gabriel dargestellt, der das Geheimnis der Menschenwerdung Christi an Maria verkündet. Er ist der Ankündiger der ersten Ankunft von Christus. Der Stab in seiner Hand und das Band in seinen Haaren sind die Symbole des Boten und des Ankündigers. Die Darstellung des Boten der Menschenwerdung Christi eben an dieser Stelle ist ein sehr wichtiger Hinweis von, ja, man kann sagen, von entscheidender Wichtigkeit. Sie ist der Schlüssel der theologischen Erklärung des Christusbildes auf der Frontseite. Die Ikone stellt die konkrete menschliche Wirklichkeit von Christus dar, das Christusbild. Aber gleichzeitig kann sie als Gesicht des ewigen Sohn Gottes betrachtet werden. Diese Lehre war der Ausgangspunkt des orthodoxen theologischen Denkens. Darauf beruht, lehrt der bedeutende Theologe und der Bilderverehrung Theodoros Studites, dass während der Betrachtung der Ikone des Erlösers das heilbringende Geheimnis der Menschenwerdung Christi uns durchfährt. Das Unsichtbare zum Sichtbaren wird. Der Engel dieses Geheimnisses ist Gabriel. Gleich neben ihm ist Michael, der heilige Erzengel der Endzeit. Der himmlische Heerführer ist fast das Spiegelbild der Gestalt von Gabriel. Michael ist der Kämpfer Gottes gegen die gefallenen Engel, die Kräfte der Finsternis und Bosheit. Offenbarung 12, 17 bzw. Daniel 10, 13, 20. Die Bedeutung seines Namens, wer ist Gott gleich? Nach den bibelexternen Überlieferungen kämpfte er mit dem Satan um den Körper von Moses. Als Engel der letzten Zeit offenbarte dem Propheten Daniel die größte apokalyptische Prophezeiung des Alten Testaments. Nach den Offenbarungen Johannes wird Michael in den Kämpfen der letzten Zeit der Verteidiger der Kirche von Christus. In dieser Rolle hilft seine Gestalt bei der Erklärung des Pantokrator-Bildes auf der Frontseite. Der Bilder der zwei Engel neben ihm, beiden Seiten von Christus, dem Ruhmreichen, haben eine interessante Mehrfachbedeutung. Gabriel war der Ankündiger der ersten Ankunft, der Geburt in Bethlehem. Und nach den Kirchenvätern wird Michael der Ankündiger der zweiten Ankunft des jüngsten Gerichts, Thessaloniki 4, 16. Ihre gemeinsame Anwesenheit betont, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und für alle Zeiten. Hebräer 13, 8. St. Georg und St. Demetrius, Märtyrer und Soldatenheiliger. Über die Gestalt von St. Georg, der in Lydien lebte und den Martertod erlitt, entstand eine Reihe von Legenden. Er ist sowohl im Westen als auch im Osten ein populärer Heiliger. Er ist nicht nur ein Kämpfer, sondern auch das Idealbild des ausdauernden Glaubens und des verteidigenden Ritters ist so ein wichtiger Teil der Bildersprache der Heiligen Krone. Der Demetrius-Kult ist im Westen im Schatten des Georg-Kultes, aber der Soldatenmärtyrer von Saloniki fährt die Ostkirche zusammen mit Georg in der Reihe der Großmärtyrer. Es bildete sich ein eigenartiger ikonografischer Kanon ihrer Gestalten heraus. Auf dem Kakula-Triptychon in Tbilisi haben ihre Frisuren, Ausrüstungen und sogar die Form ihrer Ohren dieselben Merkmale wie auf der Heiligen Krone von Ungarn. Aios Kosmas und Aios Dimitrios, die im dritten Jahr lebenden syrischen Arztzwillinge, erlitten den Martertod während der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian im Jahre 303 in der Stadt Kyros. Ihre Verehrung verbreitete sich sehr schnell im östlichen Teil des Reiches und ab 530 auch in Rom. Es wird allgemein angenommen, dass die Körper und Seele kostenlos heilende Arztheilige auf der Krone der Aufgabe hatten, über die Gesundheit des Königs zu wachen. Nun, die Krone ist aber kein magisches Objekt. Wir müssen für ihre Anwesenheit eine wesentlich tiefersinnigere Erklärung suchen. Diese Erklärung ist in der Mission des geweihten Königs, der vor Gott für den körperlichen und seelischen Wohlstand seines Volkes die Verantwortung trägt. Es ist der Grund dafür, dass König Stephan der Heilige mit eigener Hand die Kranken pflegte und die Armen unterstützte. Das sind die Ikonenbilder der Heiligen Krone an der Front und der seitlichen Teil. Jetzt kommen wir nach hinten. Wir sind noch immer bei der Corona Graeca. Also hinten sind drei Bilder, die bei weitem alles anders nur nicht heilig sind. Und das sind eben später angebrachte irdische Herrscher, die wir dort finden. Und zwar Michael Dukas, der an Christus glaubende Kaiser der Römer, und Konstantin in Purpur geborene Kaiser der Römer.
Parallel mit dem Christusbild an der Vorderseite befindet sich das bogenförmige Emalbild von Michael Lukas VII., das den byzantinischen Kaiser 1071 bis 79 in prachtvollem kaiserlichem Festkleid mit dem Zepter, Labarum und Schwert darstellt. Die Namensaufschrift neben seiner Figur ist rot, was typisch für byzantinische Urkunden ist. Basileus sieht man dort rechts am Bild. Auch die Position des Kaisers, der über die Heere der Engel und Heiligen thront, ist wohl begründet, betont die Größe des Kaisers, die des Herrn der Erde, seine Ähnlichkeit mit Christus, er ist der Besitzer der himmlischer und irdischer Macht. Was das Emalbild, das den Sohn und Partnerkaiser von Michael Dukas angeht, unterliegt keinem Zweifel, dass es mit dem Bild von seinem Vater zusammen von einem anderen Objekt auf die heilige Krone nachträglich aufgebracht wurde. Der dritte in diesem Bilde ist Geobatias, der sogenannte gläubige König. Nun, die markante bärtige Bestellung von Geobatias ist abweichend von den bis jetzt aufgezählten Emalbildern der Krone. Die Mehrheit der Forscher identifiziert seine Person mit dem ungarischen König Gesa I., 1074 bis 77, der Zeitgenosse von Michael Dukas und seines Sohnes Konstantinos Porphyrogenetos war. Es ist das dritte Bild, welches erst später auf die heilige Krone von Ungarn gekommen ist. Das Interessanteste ist bei dieser ganzen Geschichte ist, wessen Bild wurde davon entfernt, als die drei neuen Bilder draufgekommen sind? Und von wem und mit was für einer Absicht wurden die ursprünglichen Bilderreihe verändert bzw. ja, verstümmelt? Einem Standpunkt nach konnte im hinteren beachtlichen Teil der Corona Graeca nur das Bild der heiligen Jungfrau gestanden haben, umrahmt von Engeln und Heiligen. Ihre Abwesenheit ist fast zum Himmel schreiend, da ihre besondere Verehrung seit Anfang an in der Kirche gegenwärtig ist. Das Konzil von Ephesus erklärt 431, dass Maria Theotokos ist, dass sie Gott gebar. Die Corona Latina. Die vier Bügel über einem Reif, die ein Gewölbe bilden, werden mit einem zweiten Pantokrator-Bild verbunden. Das werden wir später sehen, aus dessen Mitte ein schiefes Kreuz hervorragt. Auf den vier mit filigran reich geschmückten Bügeln sind je zwei Apostelbilder anzuschauen. Um sie herum befinden sich Perle und Edelsteine. Dieser obere Teil der Heiligen Krone wird wegen der lateinischen Aufschriften seine Bilder lateinische Krone genannt. Es wird auch debattiert, dass der obere Teil wegen der technologischen und sprachlichen Unterschiede im Vergleich zum Reif eine andere Abstammung hätte und vielleicht nur nachträglich drauf montiert wurde. Über die Einheit der Heiligen Krone sei es bitte dahergesagt, dass man, und dann nur ganz leise bemerken, dass der gemeinsame griechische und lateinische Sprachgebrauch in der Liturgie natürlich ist und auch unter Emalbildern kommt diese Zweisprachigkeit vor. Gottvaterbild der Heiligen Krone. Es sind, wie gesagt, zwei Christusbilder auf der Heiligen Krone zu sehen. Das eine auf dem Sternteil der Corona Latina, das andere ist oben auf der rechteckigen Platte, die das Kreuzband der Corona Latina zusammenhält. Viele denken, dass es eine einfache Duplikation sein könnte und dadurch nur die vermutete Zweier Abstammung der Krone noch mehr bestätigt wird. Diese Meinung ist aber deswegen schon allein nicht begründet, weil auf dem 1031 gefertigten und ohne jeden Zweifel einheitlichen Krönungsmantel thronen auch zwei Christusbilder übereinander. Aber womit kann diese absichtliche Doppelheit erklärt werden? Die Antwort ist das Bild des Apostels Philippus auf dem Kreuzband, werden wir später sehen. Philippus bat Jesus, zeige uns deinen Vater. Und Jesus antwortete, jeder, der mich gesehen hat, der hat einen Vater gesehen. Johannes 14, 8 bis 11. In diesem Satz sehen wir das Wesen der Bildsprache der Heiligen Krone. Gottvater kann nicht besser als durch sein Abbild, durch Christus dargestellt werden, indem er sich offenbarte. Neben der göttlichen Gestalt, die unter den Bäumen Edens thront, zur Mitte schaut, stehen rechts und links nicht die Buchstaben des Christusmonogramms, sondern die auf die Schöpfung hinweisende Mond, Sonne und Sterne. Zusammenfassend, die theologische Bedeutung ist die Verkörperung der Dogma des Nizer Konzils. Christus ist homoousios, also wesensgleich mit dem Gottvater. Die Apostelbilder.
Es ist eine natürliche Annahme, dass man auf der Krone 12 Apostelbilder sucht. Aber es ist wissenswert, wir gehen kurz mal zurück, die Apostelbilder sieht man hier im Kreuze. Ja? Es ist eine ganz natürliche Annahme, dass man 12 Apostelbilder sucht, aber es ist ja wissenswert, dass die Darstellung des ganzen Apostelkollegiums ja aus, mit Paulus und Barnabas zusammen aus 14 Personen bestehen würde. Es war allerdings keine unbedingte Anforderung, besonders dann nicht, wenn man die Gesichtspunkte der Wahl entdecken kann. Um das Gottvater kamen die vier Hauptapostel, der sogenannte innere Kreis von Jesus, Petrus, Jakobus, Johannes und Apostel der Nationen Paulus. Darunter am Ende der Bügel stehen einander gegenüber zwei typische Missionarapostel, die früher ungläubig waren, Andreas und Philippus, beziehungsweise Thomas und Bartholomäus. Und hier gehen wir jetzt weiter dann nochmal. Sankt Petrus, das Bild des Apostelfürsten befindet sich auf der rechten Seite des Gottvaters symbolisierenden oberen Pantokrator-Bildes von Simon, den Christus Petrus, also Felsen nannte, auf den er die Kirche baute, hält den die Macht von Trennung und Verbindung symbolisierenden Schlüssel in der Hand. Seine Person bedeutet auf der heiligen Krone, dass der hinfällige irdische Mensch durch die göttliche Sendung über eine wirkliche seelische Macht verfügt. Verbindung zwischen dem Himmel und der Erde ist. Links oben Sankt Johannes ob Apostel. Der Jünger, den Jesus liebte, steht vor dem Bild Gottes. Er hält in seiner Hand ein Buch, da fünf Bücher des Neuen Testaments mit seinem Namen verbunden sind, sein Evangelium, seine drei Briefe und die Apokalypse. Und für diejenigen, die die heilige Krone entworfen hatten, mehrmals als Leitfaden diente. Das Bild stellt den jüngsten Jünger von Jesus, so wie Petrus und Paulus, mit grauen Haaren als einen alten Mann dar. Damit wird darauf hingewiesen, dass Johannes nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus beinahe 70 Jahre lang lebte. Er starb am Ende des ersten Jahrhunderts und als einziger unter den Jüngern eines natürlichen Todes. Die Abkürzung seines Namens befindet sich auf der Bilderschrift Sanctus Johannes. Sankt Paulus, Apostel, gleich daneben. Ist der Apostel der Nation, Saul, der aus dem Stamm von Benjamin stammte, war ein christenverfolgender Pharisäer. Auf dem Weg nach Damaskus traf er den auferstandenen Jesus und wurde zum größten Missionarapostel der Kirche. Er gehörte nicht zu den 12 Jüngern von Jesus, er starb nach dem Tod und Auferstehung von Jesus, wahrscheinlich um 34 rum. Das Buch in seiner Hand weist auf seine Briefe hin. Er war der Autor der 13 Briefe des Neuen Testaments. In der Urkirche vertrat er am konsequentesten die Missionsaufgabe unter den Heiden. Er ist der größte Gestalt der Mission. Er verkündete das Evangelium von Syrien bis Hispanien, dann während der Herrschaft Kaisers Nero in Rom und wurde zum Märtyrer zusammen mit dem Apostel St. Petrus. Sankt Jakobus Apostel unter Johannes. In der Reihe der vier Hauptapostel ist sein Bild auf den hinteren Bügel der Krone zu sehen. Die hier dargestellte Person wird gewöhnlich mit Jakobus identifiziert, der auf dem Bild mit einer Schriftrolle in der Hand, was auf dem jüngeren Jakobus, den Cousin von Jesus, hinweist, der die Briefe von Jakobus des Neuen Testaments geschrieben hatte. Dieser Apostel war der erste Bischof von Jerusalem, der nicht nur in der Urkirche, sondern auch bei den Hebräern in sehr, sehr hohem Anstand stand. Indem die dargestellte Person mit ihm identifiziert wird, wird sich für uns ein neues Element des Bilderprogramms der Krone entfalten. Die vier dargestellten Apostel sind diejenigen, denen Jesus nach seiner Auferstehung auch einzeln erschien. Für Johannes in großen Visionen der Apokalypse und für die anderen drei nach der Auferstehung. Sankt Andreas Apostel sieht man ganz unten rechts. Unter dem Bild von Petrus steht das Bild seines Bruders Andreas auf der heiligen Krone. Er war derjenige, der seinen Bruder, den späteren Apostelfürsten, zu Jesus führte. Er wurde zum Missionar des Küstengebietes des Schwarzen Meeres und war auch in Skythien tätig. Der Überlieferung nach gründete er das byzantinische Bistum und starb in Griechenland als Bischof von Patros und den Märtyrertod. Sankt Philippus Apostel. Sankt Philipp war ein Fischer aus Bethsaida, eben wie Petrus, Andreas und Jakobus. Er begleitete Nathanael, den späteren Bartholomäus, zu Jesus. Ähnlich wie der ihm gegenüber dargestellte Andreas war er auch Missionarapostel, der, nachdem er Jesus kennengelernt hatte und viele Menschen bekehrte. Philippus wird für den Apostel des Küstengebietes des Schwarzen Meeres und für Skythien gehalten.
St. Thomas Apostel, der ungläubige St. Thomas, den wir eigentlich eher Zweifler nennen sollten. Er glaubte an der Auferstehung seines Meisters, solange nicht, bis er die Narben von Jesus mit seinen Fingern berühren konnte. Auf die Worte Christi, lege deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Schreck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Antwortet Thomas mit den schönsten Geständnissen aller Zeiten, mein Herr, mein Gott. Der heutige Mensch identifiziert sich leicht mit dem Skeptizismus von Thomas, merkt aber schwer, dass dieser Zweifler in allen Fällen und trotz seiner großen inneren Kämpfe den festen Glauben erreichte. Die Kirchengeschichte von Origenes 254 und Eusebius gegen 312 erwähnt ihn als Apostel des Volkes Parthen. Leider wird seine Gestalt auf der heiligen Krone mit dem Emalbild des byzantinischen Kaisers Michael Lukas größtenteils verdeckt, das, wie bereits gesagt, nachträglich auf die Krone gekommen war. Und der Letzte, der überhaupt nicht mit uns ist, ist St. Bartholomäus. Der andere schwergläubige Apostel ist St. Bartholomäus, dessen ursprünglicher Name Nathanael war. Als Philippus ihn zu Jesus einlud, antwortete der stolze Schriftgelehrte, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Johannes 1,45, 46. Die Begegnung mit Jesus veränderte auch sein Leben und er blieb ihm bis zum Tode ein ergebener Jünger. Bartholomäus wurde zum Apostel der Armenier, unter ihnen erlitt er auch den Martertod. Er wird von den Christen des Kaukasus in großen Ehren gehalten. Im Rahmen blieb nur sein Bild, seine Figur fehlt völlig. Und nun kommen wir zu einem Thema, das wahrscheinlich alle interessiert, das ist das schiefe Kreuz. Nur das schiefe Kreuz, die Schrägstellung des Kreuzes ist sehr gut zu sehen. Die wirkliche Geschichte, die wahrhaftige Geschichte. Im Auftrag der Königin Elisabeth, die Witwe von Albrecht I. von Habsburg, stahl die Hofdame Ilona von Kottana die heilige Krone aus dem Hofburg von Visegrad. Die Königin hat sehr schnell ihren ein paar Monate alten Sohn Ladislaus V. krönen lassen. Nach dem Fest wurde die Krone in der Wiege des Säuglings nach Raab geschmuggelt. Es ist fast sicher, dass das Gewölbe des Kreuzbügels unter dem Gewicht des Kindes zusammenstürzte und das Kreuz sich zur Seite neigte. Die Königin gab die Krone als Pfandleiher später an ihren Verwandten Friedrich III. Für 2.500 Kronen. Der 1458 zum König gewählte Matthias von Hunyadi konnte die Krone erst 1464 mit Hilfe des Papstes und für 80.000 Kronen zurückkaufen. Wahrscheinlich hat der Renaissancekönig Matthias damals die nachträgliche Fixierung des schiefen Kreuzes veranlasst, was das Kreuz natürlich nicht gerade macht, aber es wird in der Schräglage gesichert. Vielleicht wurde es bewusst mit dem Neigungswinkel von 23,5 Grad befestigt, was mit dem Neigungswinkel der Erdachse völlig übereinstimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist beinahe unmöglich, in so kurzer Zeit über die heilige Krone von Ungarn zu reden und sie vorzustellen. Die Lehre der heiligen Krone von Ungarn, Sakralität, Geschichte, staats- und verfassungsrechtliche Bedeutung, Ikonographie, Metallurgie, Gemologie, all diese Themata füllen auch einzelne Bänder. Mit meinem Vortrag wollte ich Ihnen eigentlich nur einen kleinen Einblick geben. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt. Und zum Schlusswort die heilige Krone von Ungarn heute. Sie ist im Hauptgewölbe des Parlaments von Ungarn in Budapest. Anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der Staatsgründung hat das Parlament von Ungarn im Jahre 2000 das Gesetz 1 zum Gedenken an die Staatsgründung des heiligen Stephans und der heiligen Krone von Ungarn geschaffen. Zitat der wichtigsten Bestimmungen. Die heilige Krone lebt im Bewusstsein der Nation und in der ungarischen öffentlich-rechtlichen Tradition als Reliquie, die die Kontinuität und Unabhängigkeit des ungarischen Staates verkörpert. Anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der Staatsgründung erhebt Ungarn die heilige Krone zu einem würdigen Platz und stellt sie unter dem Schutz der Nationalversammlung, die die Nation vertritt. Paragraf 4 Absatz 1. Die Nationalversammlung richtet zum Schutz und zur Erhaltung der heiligen Krone und ihre Insignien sowie der Ergreifung diesbezüglicher Maßnahmen einen heiligen Kronenrat an. Paragraf 5 Absatz 1. Mitglieder des Kuratoriums sind Präsident der Republik, Ministerpräsident, Präsident der Nationalversammlung, Präsident des Verfassungsschutzes, Präsident der Ungarischen Akademie für Wissenschaften.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir eine ganz besondere Freude und Ehre, Ihnen über die 1000 Jahre alte Heilige Krone von Ungarn sprechen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Muchísimas gracias por su atención. Una conferenza in lingua alemana che è riuscito a renderla viva grazie alle bellissime immagini e alla modesta comunanza che linga le lingue latine con il tedesco, che hanno una comune origine sintattica e ci permette di comprendere almeno il 10%. Ci sono delle domande? Well, in this, Holy Stephen has never established an order of knighthood. It is a kind of a decoration which was established in the end of the 18th century by Maria Theresa. It's one of the highest decorations. It was by one of the highest decorations of the Austro-Hungarian Empire. That's true. Gracias. Thank you so much. Thank you.